So, wir haben gestern die Quest die Schlacht um Unterstadt angenommen. Wir haben noch eine Minute, bis die Hetzjagd beginnt. Ich kann ja nochmal bei der Quest gucken. Helfkönig Varian Rin und Lady Jaina Brachtmeer, Großapotheker Putris, zur Rechenschaft zu ziehen. Meldet euch bei König Varian Vrin, solltet ihr erfolgreich sein. Dazu Die mussten wir hier Blutlinie der einmal Könige von ihn Sturmwind wurde ansprechen und wiederhergestellt. sich zum Dienst Dient mit melden. Ehre. Und dann haben die 5 Minuten angefangen. Ich hätte jetzt auch noch, also ich habe jetzt 10 Minuten gewartet, weil ich hätte auch noch in die Stadt reinrennen können. Und dann hätten wir so gesehen nur noch. Der Marsch auf Unterstadt beginnt jetzt. Die Stärke eures Königs verleihe euch Macht. Folgt mir, Helden, zum Ruhme der Allianz. Genau. Dann Vorwärts, Brüder und Schwestern, das Schicksal erwartet uns. hätten wir aber nur noch das Ende mitbekommen von der Schlacht um Unterstadt und sonst nichts. Und deswegen habe ich gesagt, nein, wir machen das jetzt hier. Und wir haben Die Tiefen der einen beginnt. Buff Seid bekommen, wachsam. wodurch wir Jaina, sehr viel leiht uns Schaden eure machen. Stärke. Sofort, Euer Majestät. 5,5K. Ich greife nur ungern auf Gewalt Die zurück. Das waren jetzt 14,1K. Geil. Also, wir müssen jetzt hier einmal durch die Kanalisation. Wenn jetzt mehrere Leute hier mitmachen, geht das Ganze natürlich schneller. So, wir sind jetzt alleine. Alter, es ist laut auf dem Plan. Wir sind jetzt hier alleine. Wir müssen jetzt halt den meisten Schaden mitmachen. Ich greife nur ungern auf ihn zurück. Wir bekommen auch ständig Heilung, dauern über 12.000 Heilung. Also wir werden hier drin nicht, also Ich ich bin greife nur ungern auf jedenfalls noch Gewalt zurück. nie damals gestorben bei dieser Quest. So gewollt. So, hier werden an dieser Stelle werden wir jetzt eine Weile verbringen. Und zwar kommen hier jetzt die ganze Zeit. Was geht hier vor? Verteidigt die Stellung. Gebt nicht einen Zentimeter nach. Kommen jetzt die ganze Zeit Gegner von hier oben. Ihr habt es so gewollt. Die müssen wir jetzt die ganze Zeit platt machen. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Das ist doch mal Schaden, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, wie viele Wellen jetzt hier wirklich kommen. Es sind schon einige, die jetzt hier kommen. Von hinten kommen auch welche. Ja, ich mach die ganze Zeit nur hier Pranken. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Ja, ist doch gut, Jaina. Wir wissen es langsam. Keine Ahnung, wie oft die das jetzt noch sagen. Ihr
Sag mal, wir können auch hier rausgehen und Hurricane machen. Macht bestimmt auch. Ja, so viel Schaden macht es jetzt nicht. Da eigentlich gedacht, dass es jetzt mehr Schaden macht. Wir gehen mal in Bärengestalt und machen da Abhang. Weil wir ja die ganze Zeit Mut aufbauen, können wir hier schön die ganze Zeit packen. Das ist besser. Ich glaube, gleich müsste es die letzte. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Nervig, habe ich gesagt. So, und jetzt kommt dieser Wurm hier. Den müssen wir dann gleich platt machen. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Sobald die hier platt sind, können wir den Wurm platt machen. Der uns jetzt ergriffen hat und gleich wieder ausspuckt. Dankeschön. Hallo, geht's noch? So, und jetzt können wir uns dem Wurm widmen. Wir gehen einmal hinter den Wurm. Lässt du mich mal bitte runter? Dankeschön. Und dann auch immer noch der. Ey. Willst du mich eigentlich verarschen? Gibt's doch nicht. Ich komme nicht dazu, großartig Schaden zu machen, weil der Trottel mich die ganze Zeit hier frisst. Dann muss ich das wohl so machen. Du hast mich gerade eben von da hinten aufgenommen. Und wenn ich jetzt hier stehen bleibe. Au. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, ich sag nichts mehr dazu. Ich sag nichts mehr dazu. Danke. Gott sei Dank ist er endlich da. Soldaten angetreten. Bewacht die Hallen. Eure Monstrositäten sind keine Gegner für die Allianz Putres. Wir kriegen euch. Ja, ein bisschen schneller bitte. Herr König. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Ja, ja, ich weiß. Hast du ja noch gar nicht gesagt, ne? Warum läuft er denn jetzt wieder zurück? Puh. Sturmwind ist neu geboren. Aha. Wir müssen hier runter. Ihr habt es so gewollt. Auf Varian. Mach mal einen Schritt schneller, bitte.
Oder auch nicht. Also diese Folge wird deutlich länger als 20 Minuten, weil wir sind ja jetzt schon bei 10. So, Kanok der Unumgehbare ist, glaube ich, ein Gegner, den die Horde macht. Also Allianz und Horde machen hier so gesehen zwei unterschiedliche Wege. Die Horde besiegt, glaube ich, ihn einmal. Was und ist hier dann geschehen? Variatras. Dieser Gestank. Unfassbar. Auf. Und wir besiegen Horde. Und so wie es aussieht, sind sie mit großer Präsenz hier. Irgendwo. Bleibt wachsam und auf der Hut. Es ist schwer vorherzusagen, welche Schrecken uns erwarten. Ja, machen wir weiter. Vorwärts! Lasst sie nicht passieren! Und die Allianz besiegt halt Großapotheker Putres. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Und am besten hier bei den Kämpfen mitmachen, weil sonst dauert's. Tötet sie! Meine Arbeit darf nicht unterbrochen werden! So, hier kommt jetzt eine ganze Armee von unten hoch. Zur Hauptkammer geht's hier entlang. Auf geht's! Ihr habt es so gewollt. Gesagt, wenn man hier dann mit 40 Leuten drin ist, was wahrscheinlich auch war, naja, obwohl viele, die haben halt nicht gequestet, viele sind halt wirklich von Anfang an nur ins gegangen und haben dadurch Level 80 erreicht. Aber damals war es halt wirklich so gewesen, dass wir ziemlich schnell hier durchgekommen sind, weil eine Menge Leute die Quest gemacht haben und wir halt auch damals nicht so schnell waren dort als jetzt. So, da ist Großapotheker Putres. Den müssen wir jetzt besiegen. Es gibt kein Entkommen, Monster. Starrt in den Abgrund, während ihr eure Seelen verdient. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. So, hier kommen jetzt erstmal die ganze Zeit Schleim. Ich greife nur ungern auf Gewalt. Ihr seid keine Gegner für meine Geschöpfe. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Ihr habt es so gewollt. Wir machen jetzt erstmal das ganze Mini-Schleimchen kaputt. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Ich greife nur ja, Jaina, halt die Fresse. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Also geht einem echt auf die Nerven. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. So, das ist so gewollt. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. So viele ihr habt Jahre. Es so gewollt. Ich werde mehr Energie benutzen. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. So gewollt. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Ihr habt es so gewollt. Ich greife nur ungern auf Gewalt zurück. Und die hört man trotzdem hin. Ihr habt es so gewollt.
So, Putres ist frei. Der wird jetzt bekämpft. Und wir werden immer wieder von oben hier in die Ecke gestellt. Eieieiei. Das ist teilweise echt nervig. Also das Beste ist eigentlich, sich so hinzustellen, weil dann kann man nicht so weit wegfliegen. Also ich glaube, als Dudu im Bären gestaltet, ist halt wirklich noch am besten, weil du durchgängig Schaden machen kannst. Kriegst die ganze Zeit Wut dazu. Bei der Katze musst du halt immer warten. Schleudern mich doch weg. Schleudern mich doch weg. Mann. Nervt mich nicht. Ey. Und komm, ein bisschen noch, gleich ist er down. Jawohl. Und der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Was sagt ihr jetzt, Putres? Nichts mehr. Seht euch um, Brüder und Schwestern. Öffnet die Augen. Seht, was sie unserem Königreich angetan haben. Mhm. Wie lange noch werden wir es diesen Wilden erlauben, in unserer Welt frei herumzulaufen? Ich habe die Welt der Horde gesehen. Ich war in ihren Städten, in ihren Köpfen. Ich weiß, welch Übel in den Herzen der Orks haust. Wir haben gesiegt. Unterstadt gehört wieder der Horde. Loktar! Thrall? Hier? Vorwärts. Wir werden dem jetzt ein Ende setzen. Varian, halt. Dabei werde ich euch nicht unterstützen. Nee, du sagst die ganze Zeit, dass dir das leid tut und so weiter. So, wir folgen jetzt König Varian. Wir müssen hier vorne einmal links und dann wieder links. Da geht es dann nämlich zum Königspalast. Königssitz. Königsviertel. Genau. Lange nicht mehr in Unterstadt gewesen. Und hier vorne werden wir jetzt auf Thrall und eine Menge Hortler treffen.
Und hier vorne sehen wir die Rüstung von Varimatras, also die wurden von der Horde gerade eben platt gemacht. Ja, kommst du? Hallo. Ihr solltet alle wissen, die Orks haben einen Schlachtruf. Loktar Ogar. Sieg oder Tod. Sehr passend. Ja. Zum Thronsaal! Wir sind schon direkt vorm Thronsaal. Ich war zu lange fort. Meine Abwesenheit hat einige unserer größten Helden das Leben gekostet. Abfall wie euch und dieser Hexe war es gewährt, umherzustreifen, ungehindert. Aber es ist an der Zeit, die Dinge richtig zu stellen. Euer verräterisches Königreich von Mördern und Dieben auseinanderzunehmen. Putres war der Erste, der fiel. Viele werden ihm folgen. Ich habe lange auf das hier gewartet, Thrall. Denn jedes Mal, wenn ich in eine eurer verdammten Arenen geworfen wurde, jedes Mal, wenn ich eine grünhäutige Monstrosität wie euch tötete, konnte ich nur an eine einzige Sache denken. Was unsere Welt ohne euch und eure verdorbene Horde sein könnte. Nun wird es enden, Kriegshäuptling. Niemand darf überleben. Für Sturmwind! So. Wir können hier nichts machen, da kommt Lady Jaina. Also wir können hier angreifen, das bringt uns aber nichts. Weil wir fast keinen Schaden haben. Das hätte nicht geschehen müssen. Und wir sind jetzt alle eingefroren. Und Jaina hat uns zurück nach Stormwind gebracht und somit den Kampf beendet. Wir können Freunden jetzt die Quest abgeben. Bin ich großzügig, aber meine Feinde sollten auf der Hut sein. Und wir bekommen sehr schöne Beine. So. Unser Kampf ist noch lange nicht vorüber. 500 Ruf. Ich habe ja eben mal kurz geguckt gehabt. Ich bin Varian. Uns fehlt jetzt noch 200 noch was Ruf. 230 Ruf. Also, ich werde das jetzt offscreen machen. Und zwar hatten wir ja diese eine Daily in im heulenden Fjord, wo wir mit dem Zeppelin fliegen mussten dann die Bomben nach unten werfen. Diese Quest werde ich jetzt machen, dass wir ehrfürchtig werden, und morgen werden wir dann zusammen das schnelle Fliegen kaufen und schauen einfach mal, ob wir morgen die will ich noch anziehen, genau. Ob wir morgen die Quest für das schnelle Flugmount noch bekommen oder ob wir wirklich nur noch das Flugmount, das Vogelflugmount beim Lehrer kaufen können. Gut, das war's für mich. Meine Frau hat in 6 Minuten Feierabend. Wir machen dann morgen in Red of the Lich King weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.